Hallihallo und herzlich willkommen bei einem Let's Play Gameplay zu Diablo 2 Reaper of the Souls PLB Beta. Ja, ich habe mir dieses PLB Beta mal angeschaut und ich finde es recht gut, da wollte ich ein Let's Play daraus machen. Ich werde in diesem Let's Play jetzt nicht die Geschichte und so zeigen, ich werde euch die Story, eben nicht die Story, sondern ich werde euch das Gameplay zeigen, so schnell wie möglich durchrushen und dann den High-Level-Content best zeigen. Ja. Also, was werden wir nehmen? Den können wir leider nicht nehmen, den Crusader. Ich weiß nicht wieso. Aber in der normalen Beta da, wo ich war, Family and Friends Beta, gab es den hier nicht. Komisch. Ich nehme das mit, ich habe den Magier in Diablo 2 noch. Ah, also die Zauberin dort. Und in anderen Spielen noch gerne Magier spiele. Und deshalb nehme ich den Magier. Ich kann auch einen weiblichen nehmen, aber ne. Nicht erreicht. Okay, der Tast geht nicht. Also machen wir mal Creed Charakter und starten das Game. Können wir noch Game Setting ansehen? Adventure Modes, privates Game. Normal, Hard, Expert. Wir nehmen mal. Können wir nicht Hard nehmen? Wir starten mal mit normal, wenn es zu leicht ist, können wir immer noch besser. Höhere Schwierigkeitsgrade wählen. So. Ja, es ist leider auf Englisch, da es eine Beta ist, aber das macht nichts. Wir müssen nicht viel lesen. Und das meiste kann ich auch übersetzen. Auch wenn mein Englisch nicht so gut ist, ich kann eigentlich relativ viel übersetzen. Und sonst gibt es immer noch einen Übersetzer, den ich nachschauen kann. So. Wir hätten natürlich den Adventurer Modus auch zwischendurch auswählen. Da können wir Quests machen. Aha. Ja. Sorry. Bin gleich wieder da. So, ja, das kann passieren. This place reeks of the dead. The fallen star must be near. So haben wir mit ihm. Prophet, Captain, we can't open the gate until we drive them back. They keep coming. I've never seen any. Ich weiß nicht, wie die Lautstärke runterstellen, sorry. Racist. Ah, Musik. Racist, die Sprache. So. Jetzt können wir hier noch. Können wir nicht, schade. Ich wollte die rechte Maustaste benutzen, um den Doppel zu benutzen. For many years, villagers were too afraid to settle near the ruins of the cursed town. He's been under siege for 6 days now. Are you Leah? I did. Watch out! I am stronger still. Ja, die gehen noch selbst gewohnt. Killing business. So, jetzt haben wir hier Ray of Frost. Sehr gut. I will miss. Und gehen
their turn. 16 militiamen went out. Only Rumford came back. What can I... Thanks for the... Well, mothers. There are more of them in the ruins down the road. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world. But the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Ascilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Abdalhazim, adventurer, scholar, and researcher. I share my knowledge of this incredible world and its creatures through my insightful missives, often at grave risk to myself. Why, I was recently in Kanduras, where my tents were ransacked by vicious quill fiends. I was able to beat them off with a shoe, but a less bold man would have fared far worse. Okay. Masters can see me now. Sag mir Schockpuls. There's chaos everywhere, and word in town is that Lacdanin killed the king. If only this is true. Days and nights of living in terror are behind us now. Und. Die sind so nicht zäh, dass man die sie einfach mal ein bisschen nach mit dem normalen Angriff. Nein, der ist ja nicht so selbstsicher. Aber treffen können wir sie trotzdem. Put an end to the attacks, at least for now. So, Zombies haben die Melonen auf, das geht nicht. Where's all the treasure? The thief will take it, okay? Stärke. Die Zauber sind vom Waffenschaden auf abhängig. Geben so richtig viel Damage ab. Old Tristram. Diablo himself once walked this place. My knowledge increases. Richtig genial. So, jetzt haben wir die Frostnova. Cool. Den,
chasing us and chasing us. Hier gibt es meistens noch eine Höhle, aber ich sehe jetzt aus, dass es keine Höhle heißt. Da drüben. Nein. Ja, da gibt es noch einen Strahl. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der ist extrem stark. Ihn sogar mal ein bisschen benutzen. Also eine der Main Attacks. Attacks. So, das ist neu. Jetzt haben wir eine Karte, sonst haben wir eine Liste gehabt. Und ja, können wir so auswählen. Ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber ich weiß, wo was ist. We have come at last to Tristram's old cathedral. This is where Diablo, Lord of Terror, first corrupted mankind. This is where I may finally find the answers I seek. Leah worries after my safety, but I believe information vital to defeating the last lords of the burning hells can be found here. Barbaren drin. Zum Beispiel hier zwei Unique Shards. Unique Crafting Material und hier den Black Mushroom, den war sofort da im ersten Spiel schon in den Ruinen von here, let me open the gate. Adria was my mother, but I don't know much about her. She died when I was very young. I was raised by Uncle Decker. What about your father? I'm told he was a great warrior who was lost when Tristram fell to the demons. Ja, plaute du mal ein bisschen. Ja, ist nicht so stark. Jetzt können wir mit der 1 dann einen Frost Nova machen. Look, a hidden cellar. Follow me. I think there was more to your mother than you know. People said she was a witch, but I never believed it. Here's the thing. Aiden came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again. But like Aiden, I'll be gone before they fall. Wir könnten auch wechseln. Aber zuerst will ich mal ein bisschen runterstehen. So this is Tristram Cathedral. The fallen star is somewhere inside. Die essen lieber mal ein bisschen Fleisch, als uns anzugreifen. Menschenfleisch. Fresh meat. Fresh meat. Yeah, I can't even know. That's a bit better. But wahrscheinlich auch sehr viel Mana. Its crater is tinged with some strange magic. So.